Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein DM-Haul für dich und wir haben hier auch eine Kooperation im Video mit drin. Und wenn du Bock drauf hast, zu erfahren, was jetzt so in den letzten Tagen bei mir einziehen durfte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich möchte das Video starten mit dem Sponsor dieses Videos und zwar ist das die Marke FlexiSpot. Ihr habt die vielleicht schon das ein oder andere Mal jetzt hier auch auf YouTube gesehen und das war eigentlich ziemlich witzig, denn ich habe mich gerade mit meinem Freund darüber unterhalten, dass wir halt so ein bisschen hier Umzugsmaßnahmen durchführen werden. Das heißt, in diesen Raum, also dieser Raum, ne, zieht jetzt ja sehr, sehr bald, also es fehlen nur noch die Fußleisten oben, nach oben, halt in mein neues YouTube-Zimmer. Yay, es wird so geil, Leute, es wird so geil. Genau, und dafür kommt dann sein Büro hier rein. Und ich muss ihm das Ganze auch ein bisschen schmackhaft machen, weil sein Büro dann auch etwas kleiner wird. Und da kam es mir doch sehr gelegen, dass die Marke FlexiSpot mich angeschrieben hatte und sagte, Mensch, hast du nicht Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Denn FlexiSpot bietet höhenverstellbare Schreibtische an, Leute. Das ist so richtig, richtig geil. Mein Freund hat nämlich in letzter Zeit öfters darüber geklagt, dass er echt Probleme hat, Rückenprobleme und so weiter. Weil gerade im Homeoffice wird es halt immer schwieriger, ne? Du musst dich schon halt ein bisschen mehr bewegen. Ich merke es selber bei mir ja auch. Und jetzt aktuell steht dieser höhenverstellbare Schreibtisch, weil dieser Raum ja offensichtlich noch besetzt ist mit meinem Schminkekram, im Flur. Und da steht mein Freund tatsächlich auch die ganze Zeit dran und er genießt es so sehr, er findet es so klasse und hat auch gesagt, dass ich ein dickes, fettes Lob aussprechen soll, denn der ist wirklich qualitativ 1A. Ich habe euch das auch gleich ein bisschen abgefilmt und wollte euch dann auch so eine Einblendung geben. Und jetzt gerade hat nämlich FlexiSpot so eine Aktion bei sich, da kriegst du bis zu 120 Euro irgendwie Rabatt auf der Homepage. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. Die haben nicht nur höhenverstellbare Schreibtische, sondern auch entsprechende Ausstattung dafür. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich habe das Modell E7, müsste das sein, und beziehungsweise mein Freund. Und er sagte halt auch, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich blende es euch mal ein. Ja, der Schreibtisch steht jetzt hier noch nicht an seinem finalen Platz, aber mein Freund wollte tatsächlich jetzt schon daran arbeiten und hat ihn sich einfach mal hier in den Flur gestellt. Lieb's. Genau, also zusammengebaut und programmiert hatte er den auch schon. Der ist jetzt hier an der Steckdose, weil es ist ja ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Deswegen braucht er Strom, ist klar, ne? Ja, hier haben wir dann auch die, dieses schöne Lochblech mit dran. Das kann man individuell sich zusammenstellen. Also hier haben wir jetzt einfach mal exemplarisch einige verschiedene Geschichten dran gemacht, Magnete und Ablagefächer und so weiter, ne? Einfach so. Und theoretisch kann man dann hier auch ein Bild von seinem Liebsten oder seiner Liebsten reinmachen oder von den Kindern oder so. Das ist halt auch so magnetisch. Finde ich sehr, sehr praktisch. Und ja, mein Freund einfach ein Prospekt von der Postenbörse reingepackt. Manche Sachen sind natürlich geschraubt, manche sind geklemmt. Das hier ist jetzt hier zum Beispiel reingehangen, dieser Haken. Genau, manche Sachen sind magnetisch. Diese Wolkenmagnete feiere ich übrigens sehr. Und das hier wäre dann das reguläre Lochblech, was man dran machen kann. Hier haben wir dann bei dem Schreibtisch die Kabelkanäle, was ich sehr, sehr cool finde, weil dann hast du es halt einfach clean auf dem Schreibtisch. Ich finde den auch sehr groß. Ihr seht ja auch die Maße tatsächlich online, ne? Und das ist extrem cool. Jetzt ist er gerade auf der Höhe, wie er quasi wäre, wenn man dran sitzen würde. Also mein Freund steht hier wirklich permanent dran. Hier haben wir dann auch die beiden Modi. Er hat, glaube ich, 1 und 2 jetzt eingestellt. Ich mache jetzt mal auf 1. Und das muss man nicht gedrückt halten. Das hat mein Freund gesagt, sollte ich auch dabei sagen. Und er fährt einfach richtig schön hoch. Sobald der kurz vor Ende ist, bremst er ein kleines bisschen ab. Ja, dann ist er auf der perfekten Stehhöhe. Bei uns ist es 1,17 Meter, weil wir sind ja auch beide recht groß gewachsen. Der macht einen sehr guten Eindruck, auch von der Haptik her, muss ich echt sagen, ne? Also sonst würde ich ihn auch euch nicht vorstellen. Eine schöne Haptik, sehr robust, sagte mein Freund auch, als er den zusammengebaut hat. Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Auch das Gestell, das ist sehr schwer. Also sehr, sehr, sehr cool. Hier drunter haben wir dann einfach den Kabelkanal. Genau. Da könnte man auch noch einen weiteren mit dran montieren. Das haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Das machen wir dann, sobald er an seinem Platz steht. Der kommt dann hier an dieser Seite dran, ne? Genau. Und so schaut es dann von unten aus. Man kann sich verschiedene Tischplatten aussuchen. Man kann sich verschiedene Gestellfarben aussuchen. Und
Ja, das ist jetzt, wie wir ihn uns designt haben und wir finden den klasse. Also der wird in reger Anwendung sein. Wir werden den sehr häufig verwenden. Moin, seht ihr mich? Nö. Und genau, also ein tolles Schmuckstück. Ich verlinke euch die Produkte von FlexiSpot mal unten in der Infobox. Sammy kommt gerade um den Dreh. Ja, jetzt muss erstmal gemampfelt werden, ne Sammy? Hallo? Hallo? Ja? Nom? Ist noch gar nicht 6:30 Maus. Der kriegt immer um 6:30 sein reguläres Abendbrot. Und das Trockenfutter steht dann hier immer so rum. Und immer wenn er Bock hat, kann er sich dann was fressen. Aber meistens, also das ist halt wirklich noch von heute Morgen, ne? Ein sehr genügsamer Hund. Aber gut, es sind heute auch irgendwie 31 Grad. Jetzt sei ihm vergönnt. Auf jeden Fall kann ich euch alle Produkte mal in der Infobox verlinken. Jetzt gerade hat FlexiSpot auch so eine Vergünstigungsaktion, ne? Ja gut, dass ihr den dann einfach auch ein bisschen günstiger bekommt. Ja, da hinten steht noch mein Action Hall, nicht dran wundern. Und kann ich euch wärmstens empfehlen, bei uns wird der echt gut in Einsatz kommen. Mein Freund hat den auch tatsächlich schon seinem Chef empfohlen. Deswegen, also schaut da vorbei, es ist wirklich eine gute Qualität und man bekommt was für sein Geld und ich finde den klasse, ich kann ihn euch empfehlen, mir gefällt er richtig gut und ja, auch von meinem Freund eine fette Empfehlung. Ihr seht, ne, es ist wirklich ein geiles Teil und die Qualität ist super und ich habe auch schon durch verschiedene, ja, ich war ja auch in Büros in meinem Leben, ne, da habe ich auch schon den ein oder anderen höhenverstellbaren Schreibtisch ja auch kennenlernen dürfen und da muss ich wirklich sagen, hat FlexiSpot eine sehr gute Qualität, die mein Freund jetzt genießen darf und ab und an lässt er mich sicherlich auch mal an seinen Schreibtisch dann ran und ich bin auch sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn er dann hier steht. Ich werde es euch auf jeden Fall dann auch nochmal abfilmen, ich zeige euch das auf Instagram und so. Ich nehme euch da sowieso mit auf unsere Reise. So, und weil sich ja einiges bei uns verändert, hat sich natürlich auch ein gewisser Haul hier entwickelt. Klar, nach wie vor haben wir auch noch Beauty und Pflege mit dabei. Aber ihr wisst, eine kleine Murmel ist dabei, sich zu bilden. Also ich bin schwanger und zum aktuellen Zeitpunkt ist es eine Kartoffel. Ich kann euch wirklich empfehlen, wenn ihr selber Mami werden möchtet oder so, oder Mami seid oder Mami werdet, euch bei diesen ganzen... Ja, DM, Rossmann, die haben das ja alle, dass du dich in diesen Portalen anmelden kannst und dann kriegst du Vergünstigungen. Deswegen, ich habe hier Timestamps drin, das habt ihr eben wahrscheinlich auch schon gesehen. Da sind die einzelnen Kategorien auch abgetrennt, ne? Ich starte einfach mal mit den Baby- und Mama-Sachen. Ich habe mir von Femi oder von TTZ dieses Femi-Mama-Sodbrennen mitgenommen, weil das ist jetzt etwas, was ich aktuell halt öfters habe. Und da habe ich jetzt ja bei vielen Seiten gelesen, dass das ganz gut sein soll. Und ich kriege das auch manchmal in den Griff, indem ich einfach einen Schluck Milch trinke oder so, klar. Aber wenn ich halt irgendwie wegen Sodbrennen nicht schlafen kann oder wenn es mir halt wirklich gar nicht gut geht, greife ich mal zu so einem Tablettchen. Ne? Sodbrennen, saures Aufstoßen, säurebedingte Magenbeschwerden. Ja, ne? Und das sind so Tau-Kau-Tabletten. Die kann ich mir dann auf jeden Fall gönnen. Dann habe ich was gesehen, das fand ich so witzig. Also das ist klar, dass ich mir das dann mitnehmen musste, ich als Tuchmasken-Junkie. Denn es gibt ernsthaft von Baby Love Mama eine Babybauch-Tuchmaske. Da muss man nicht so viel zu sagen, oder? Die werde ich mir, sobald meine Plauze ordentlich gewachsen ist, schön davor knallen und mir meines Lebens freuen wahrscheinlich. Mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Allantoin spendet Feuchtigkeit und pflegt den Babybauch. Läuft. Finde ich geil. Das finde ich wirklich geil. Das fühlt sich auch super derbe mit Feuchtigkeit getränkt an, ne? So richtig auf den Bauch drauf klatschen. Ich habe ja schon durch diese Goodiebox super viel auch probiert. Also ich hatte schon mal eine Hupi-Maske, ich hatte eine Popo-Maske. Alle schon gehabt, ne? Jetzt auch noch sowas. Läuft. So, klar. Manche Sachen muss ich mitnehmen, weil die Hormone mich halt dazu bewegen. Ne? Das ist ein Waschlappen. Das ist eine Maus. Das ist süß. Mir fehlen die Worte. Geil ist halt auch einfach bei manchen Marken, dass ich dann auch Rabatte gekriegt habe. Ne? Eben dadurch, dass ich das als da mit der App und so unterwegs hatte. Und ich stelle mir das jetzt schon vor, wenn mein Baby dann da ist und ich das einfach mit dieser Maus wasche und dann so, ja, na, na, wisst ihr Bescheid, ne? Oh Gott, ich werde so ausrasten. Ich raste jetzt ja schon aus. Wie wird das denn erst, wenn das Ding da ist, ne? Der Wahnsinn. Okay, jetzt habe ich hier, das konnte ich nämlich vergünstigt bekommen, da gab es Rabatte von Alana. Guck mal, das ist doch süß, so ein Body. Und ich kriege ja ein Winterkind, ne? Das heißt, das ist jetzt auch ein bisschen größer, 86 bis 92. Ich glaube, da wird das Baby schon noch, ja gut, 1 bis 2 Jahre, ne? Keine Ahnung. Ich bin da noch nicht so intuit, was Klamotten angeht. Aber der ist halt so aus Frotti, der ist ein bisschen wärmer. Und ich glaube, das wird eine ganz gute Kiste werden, ne?
weiß ich nicht, welchen Baby, ich würde mich drüber freuen. Ist auf jeden Fall süß. So, hat ein Schaf hier vorne drauf, niedlich, fühlt sich toll an. Dann, was jetzt auch so eine Sache ist, mir wurde halt geschrieben, dass etwas, was man jetzt ständig dann brauchen wird, sind Windeln. Also Claudi, deck dich mit Windeln ein. Natürlich weiß ich noch nicht, welche Windeln mein Kind verträgt. Dann habe ich halt gehört, naja, hol dir immer irgendwie die kleinste Packung von allem und am besten im Angebot. Alles klar. Und die hier wurden auch empfohlen, Baby Love Nature. Ja, ne? 2 Mini, 3 bis 6 Kilo, 28 Stück. Keine Ahnung. Ich habe gehört, die sollen wirklich sehr verträglich sein. Und die waren halt dann halt auch so durch diese App ein bisschen rabattiert. Gönne ich mal. Und ich glaube, ich werde so einen Riesenhaufen Windeln haben. Schon bevor das Baby kommt. Wow. Und das letzte Babyprodukt, was ich geholt habe, ist hier von Frosch. Babywaschmittel, kraftvolle und besonders hautschonende Waschleistung für Babywäsche. Das fand ich einfach ganz cool, weil ich habe von einer Freundin, haben wir uns ein riesengroßes Babypaket halt abgekauft, ne? Und da werde ich natürlich die Sachen, wenn wir den Raum renoviert haben, wo das Baby dann reinkommt und dann halt der, die Babykommoden und so steht, werde ich natürlich alles nochmal vorher durchwaschen und sowas doch ganz toll. Hat das denn einen besonderen Duft? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, Frosch war irgendwie auch rabattiert eben. Keine Ahnung, muss ich mal riechen? Nein, das riecht einfach nach Waschmittel. Das hat jetzt keinen speziellen Duft. Aber gut, das musste unbedingt sein. Unbedingt. Ja. Das sind hier übrigens mehrere Einkäufe, ne? Das werdet ihr gleich auch sehen tatsächlich. Ich habe sowohl online, ich glaube, 2-mal bestellt, weil einmal habe ich auch bestellt, weil ich diese DM-Box mitbestellen wollte, als auch im Laden einmal gekauft. Einmal müsste das gewesen sein. Das heißt, ihr seht hier dann auch teilweise Produkte, die nur so irgendwie online exklusiv sind. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit Pflege. Da habe ich hier von Bilou mitgenommen, Flashy Flower, 48 Stunden Deodorant Spray. Fand ich ganz, ganz ansprechend. Oh, das riecht aber mega süß. Es riecht nach irgendwelchen Bonbons. Nee, nach Mauam. Sammy, alles gut bei dir? Das riecht nach Mauams. Riecht sehr, sehr gut. Ich werde dann wahrscheinlich riechen wie ein Blumenladen. Das Problem ist dann aber wahrscheinlich, dass die Bienen das auch sehr toll finden werden. Das muss ich dann ausprobieren. Ihr seht das dann ja im Aufgebraucht-Video, ne? Dann habe ich mir noch so ein paar Gesichtsmasken mitgenommen. Ich habe jetzt natürlich Unreinheiten, ne? Da komme ich jetzt nicht drum rum. Ich kann jetzt so manche Sachen einfach nicht verwenden, die das Ganze so aggressiver behandeln würden. Deswegen nehme ich dann halt irgendwie so easy-peasy-Sachen. Ey, und ich lese mir in letzter Zeit Inhaltsstoffe durch, als gäbe es kein Morgen mehr, ne? Das ist echt krass. Habe ich vorher nie gemacht, habe es einfach drauf geklatscht. Reinigende Heilkreidemaske, porenverfeinernd. Von Schäbens, das sind so 3 Stück hier drin. Und jo, ne, das ist halt so mit Heilkreide und Rampampam und dann soll das die Haut so von dem IBA befreien. Bin ich mal gespannt, denn hier habe ich auf jeden Fall so eine Ausflugsfamilie. Mal gucken, ob das dagegen hilft. Aber jetzt sind Hormone, ist halt schwierig, ne? Dann, oh ja, echt nicht schwer, dann echt nicht leicht, dann auch mal wirklich Masken zu finden, wo keine PEGs drin sind, wo keine Salicylsäure oder sowas drin ist. Das ist wirklich schwer, ne? Von Garnier Hydra Bomb habe ich mir die Tuchmaske mitgenommen, Intensivfeuchtigkeit spendend und Glow boostend. Jo, die mag ich ja per se auch sehr, sehr gerne, kann ich euch auch mega empfehlen. Habe jetzt aktuell übrigens den schwedische Blaubeere-Tee von, was ist das? Teekanne, den ich mir einfach kalt aufgieße. Deswegen habe ich hier auch so Farbabstufungen in meinem Glas. Mega lecker. Brauchst du keine Süße rein. Dann habe ich hier von Balea eine Limited Edition mitgenommen. Straffende Hydrogel-Gesichtsmaske. Das ist mit Melone. Das kannst du nicht. Da kann ich doch nicht. Da muss ich doch. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Richtig geil. Die musste mit. Genauso auch die dazu passenden straffenden Augenpatches. Auch wenn ich mir immer wieder wünschen würde, dass die solche Patches halt in diesen 60 Stück Pets, Pots, Pöttchen rausbringen würden. Ne? Das ist halt ein bisschen nachhaltiger. Egal. Dann habe ich hier auch noch diese Juicy Melon Maske mitgenommen. Mit Wassermelonen, Kernöl und Hyaluron. Habe ich mir da die Inhaltsstoffe durchgelesen? Also manche Sachen habe ich auch, um ehrlich zu sein, einfach in den Einkaufswagen gepackt, weil ich die schön fand. Ja, dann habe ich auch noch von Balea die, die ist auch, glaube ich, neu, ne? Beauty Hyaluron Hydrogel Maske. Sowas mag ich immer gerne. Ich glaube, Neutrogena hatte sowas auch mal, die ich richtig gut fand. Und da sind auch gar nicht so super viele Inhaltsstoffe wie bei anderen. Hier ist sogar Panthenol, Niacinamide mit drin und so. Mittlerweile kann ich Inhaltsstoffe schon gar nicht so schlecht lesen, muss ich sagen.
Bin da immer noch nicht so ganz pro drin, aber ich gebe mein Bestes. So, dann habe ich jetzt ein bisschen Food. Das haue ich jetzt mal zwischendrin raus. Da habe ich einmal von Shea Kirsche Mandel einfach so einen Riegel mitgenommen. Bin ich ehrlich, ich mampf einfach. Ne? Ich bin in der Mampfphase und brauche dann einfach irgendwie immer mal so einen Riegel zwischendurch. Aber wegen den Temperaturen ist mir manchmal auch super schwindelig. Deswegen Mivoles Traubenzuckermix. Ne? Sowas ist auch immer eine ganz gute Geschichte für zwischendurch. Dann habe ich mir mitgenommen, ist im weitesten Sinne irgendwie eher so Food, ne? Sanotag Bierhefetabletten, finde ich auch total wichtig. Nehme ich mir immer abends 5 Stück. Und ja, das hilft auch wegen, also für die Haare hilft das, für die Fingernägel hilft das. Also Haut, Haare, Nägel, das ist halt so dieser Klassiker. Datteln habe ich mir mitgenommen in Steinke von DM Bio, 400 Gramm Maxi-Pack. Sowas mag ich auch zwischendurch mal ganz gerne. Wenn ich einfach so Bock auf was Süßes bekomme, esse ich mir lieber, ich weiß, das ist auch zuckerig, ne? Aber es ist jetzt nicht wie so eine Tafel Schokolade oder eine Packung Toffifees. Also das ist schon gesünder dann irgendwie. Und dann esse ich mir lieber einen Dattel, ne? Oder 2. Und finde das irgendwie vom Feeling her besser. Habe ich gemerkt, als ich mir super viel Obst auch gekauft habe, dass ich gar nicht so Bock hatte, mir ständig Schokolade oder sowas reinzupfeifen. Ne? Das konnte ich damit sehr gut kompensieren. Und das tut meinem Körper auch wirklich gut. Also ich habe ein besseres Gefühl damit tatsächlich. Dann habe ich mir auch mitgenommen, das kann ich mir super in meinen Joghurt oder so mit reinrühren, weil ich öfters Joghurt jetzt auch esse, einfach so als kleine Zwischenmahlzeit. So diese Bio-Flohsamenschalen fördert die natürliche Verdauung und die Darmgesundheit. Das ist halt auch noch so eine Sache, ne, was einen in der Schwangerschaft halt begleitet. Und da muss man da halt zusehen, dass alles tutti ist. Weil sich da gerade auch genau in dem Bereich etwas ausbreitet. Ja, ich will das jetzt nicht allzu sehr vertiefen, aber das soll in der Schwangerschaft richtig, richtig gut sein. Und dann nimmst du dir halt irgendwie einen Löffel davon in Joghurt rein oder so, ne. 2x täglich 3 Gramm, jeweils ein leicht gehäufter Teelöffel, genau. Das kannst du entweder mit 200 Milliliter Wasser gut verrühren und dann quellen lassen und dann trinken. Oder du kannst es auch in Joghurt reinrühren. Also das steht jetzt hier mit dem Joghurt nicht drin. Aber das habe ich gehört, dass man das machen kann. Und deswegen werde ich das auch so machen. So trinken kann ich mal probieren, ob das schmeckt. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so sexy sein. Darauf hatte ich einfach Bock, als ich das da gesehen habe. Ne? DM Bio Rote Paprika Genussreise mit Feta Frischkäsecreme. Sowas mag ich generell einfach total gerne und manchmal so was Herzhaftes ist auch mal ganz geil. Also jetzt gerade, wo ich es mir angucke, denke ich mir, aber manchmal habe ich da einfach richtig Bock drauf. Ich meine, ich habe mir eben auch ein paar Gewürzgurken gegessen, aber das hat nichts mit Schwangersein zu tun und komische Gelüste, sondern ich mochte sowas halt vorher auch super gerne. Ne? Dann jetzt einfach in Anbetracht der Sommerzeit habe ich mir so von Toppitz diese Eiskugelbeutel mal mitgenommen. Ich weiß, das sind halt Beutel, das ist nicht so super nachhaltig, aber ja, man braucht sowas ja schon, ne? Und wir haben jetzt ja auch bald Geburtstag und so. Also wenn ihr das Video seht, hatte ich ja schon Geburtstag. Und mein Freund hat bald Geburtstag. Am 4.6. feiern wir dann auch zusammen. Und da haben wir auch so Leute, die wir dann einladen werden. Und dann ist das eigentlich ganz cool, wenn man dann, wenn es warm ist, ne, halt auch solche Sachen mit dabei hat. Fashion, da habe ich 2 Produkte. Auf Korfu habe ich gemerkt, dass mir Strumpfhosen nicht mehr passen. Denn ich saß dann da. Oh, das war beim ersten Abend, nee, beim zweiten Abend und hatte ich eine Strumpfhose an. Saß ich auch neben Amelie. Ich sag, du Amelie, kannst du mir mal eben helfen? Sie sagt, ja, was soll ich machen? Ich sag, meine Strumpfhose, die ist so eng, wollen wir die mal aufschneiden? Dann haben wir da mit so einem Messer an meiner Strumpfhose rumgeschnitten. Ja, und da ist mir halt aufgefallen, ich glaube, dass es ein bisschen besser ist, wenn ich mir so extra Strumpfhosen für ein Babybelly hole. Und da gibt es halt von Fascino welche. Das ist ja einmal in schwarz, ja, einfach 80 Dehn habe ich jetzt in 40, 42 Gurt. Ich muss einfach mal gucken, wie das so sitzt, ne? Weil 40, 42 nehme ich normalerweise immer, weil ich halt recht lange Beine habe. Ich bin ja 1,73 groß, dann nehme ich mir immer lieber etwas größere Strumpfhosen, dann passen sie einfach besser und sind jetzt nicht irgendwie, dass mir der Schritt Baggy-Style zwischen den Knien hängt. Ne, ist einfach so und ich glaube, dass es auch ganz gut funktioniert. Wächst bis zum 9. Monat mit, das finde ich auch schön tatsächlich, dass du halt nicht so eine Beule drin hast, ne. Das finde ich echt klasse. Bauchumfang, Hüftumfang, guck, das hätte ich mir auch mal vorher angucken können. Siehste? Und die M soll auch geeignet sein bis 1,75. Das passt doch. Und das gleiche habe ich mir dann auch noch mitgenommen mit 40 Dehn in der Farbe Make-up, also quasi so Hautfarben, beige, wie auch immer man das nennen mag. Ne? Und da muss ich einfach mal gucken, wenn die mir halt richtig gut gefallen, werde ich mir da auch mehrere von bestellen. Die haben jetzt, glaube ich, 4,50 € pro Stück gekostet. Nimm sie mit.
Und bevor wir jetzt zum Ende des Tages zum Make-up gelangen, habe ich noch ein bisschen Haushalt. Es ist aber auch nicht die Welt, es ist teilweise ein bisschen witzig. Denk mit, Fein und Voll Wollwaschlotion Ultra Sensitive. Die nehme ich ganz gerne tatsächlich vor allem für Sammys Wäsche, ne? Also für seine Decken. Wenn ich die Decke zum Beispiel in die Wäsche packe, nehme ich gerne Ultra Sensitive, weil ich glaube, dass einfach genau ohne Parfüm, Farbstoffe und so weiter, dass es, Sammy braucht halt keine Parfümstoffe bei seinen Sachen, wenn ich die wasche. Und genau, das ist, glaube ich, auch ein bisschen gesünder für ihn. Ja, und dann halt auch manchmal für unsere Handtücher und so kannst du es ganz gut verwenden. Easy. Dann habe ich mitgenommen als Wecktücher feucht. Die gibt es halt endlich wieder in dieser Melonenversion. Da muss ich halt wieder ausrasten. Ohne Witz, die Person, die das bei uns zu Hause hauptsächlich verwendet, ist mein Freund. Nicht ich. Also ich habe sowas auch immer bei mir hier am Schminktisch für Swatches entfernen oder nur halt auch so mal, dass ich mir dann wohl mal ein, zwei Tücher nehme, wenn ich irgendwo mal schnell herwischen muss. Hauptsächlich verwendet die aber mein Freund. Und das finde ich gar nicht so schlimm, weil das ist irgendwie so eine etwas easy-peasigere Geschichte für ihn, um irgendwo mal eben schnell drüber zu wischen. Und wenn es dabei hilft, dass der Haushalt sauber ist, dann bin ich da gerne bereit, einfach ab und an mal sowas zu kaufen und freue mich. Ja, und Wassermelone ist irgendwie, mag ich am allerliebsten. Natürlich die blauen, also diese ganz klassischen, mag ich auch gerne. Übrigens, das Tuchmaterial ist zu 100% biologisch abbaubar. Das ist natürlich nett, ne? Das ist wirklich nett. Ich mag den Duft. Bin ein kleiner Suchti, ne? So, ja, eben leer gegangen, jetzt wieder neu hier. Haben wir so Kosmetiktücher, die stehen bei uns immer irgendwie auf dem Tisch rum, ne? Also man hat das öfter mal, also wir essen halt auch nicht jetzt irgendwie so super pickfein. Man hat dann auch manchmal einfach so spackige Finger. Heute Mittag zum Beispiel, da habe ich was gemacht von HelloFresh, das war so ein, irgendwie so ein griechisches Gericht im Prinzip, ne? Der Hirtenkäse war leider nicht mehr gut, deswegen musste der wegbleiben, aber da habe ich dann Honig-Senf-Dressing für genommen. So ein Salat war das, dann hatten wir so ein Brot. Was ist das denn für ein Brot gewesen? Oh, Fladenbrot, genau. Fladenbrot, da habe ich dann auch Knoblauch reingedrückt und Olivenöl und so, das kam dann in den Ofen. Dann hatte ich da auch noch, ja, jetzt mache ich euch gerade richtig Hunger, ne? Ich merke das wohl, Paprika und rote Zwiebeln, die ich dann auch mit diesem Harissa-Gedönsen in den Ofen gemacht habe. Und dann machst du dir das halt später alles so auf dein Fladenbrot drauf und dann hast du nachher halt schon ziemlich ölige Finger und dann ist sowas halt Gold wert. Oder wenn du halt irgendwie rumgesaut hast oder so. Ne, ist immer gut. Immer gut, sowas irgendwo rumstehen zu haben. Ja, dann habe ich mir einmal in der Limited Edition dieses Klopapier geholt. Mein Freund hat auch schon drauf geschielt und gesagt, Mensch, wir brauchen unbedingt mal wieder Klopapier. Zack. Es ist aber nicht das Einzige, was ich hier habe. Ne? Das ist übrigens eine wunderschöne Limited Edition mit den Vögelchen. Das Ding ist aber, dass ich dann auch letztens eine Online-Bestellung getätigt habe und vergessen hatte, dass ich da auch tatsächlich Klopapier mitbestellt habe. Und dann war ich gestern bei Action und habe natürlich Klopapier gekauft, ne? Das heißt, wir haben sehr viel Klopapier hier zu Hause gerade. Wow, also der härteste Teil des Lebens kann kommen. Jetzt kommen wir zum Ende des Tages, wie angekündigt, zu dekorativer Kosmetik. Und alle zeigen gerade dieses Ding in die Kamera und natürlich muss ich das auch haben. Von Manhattan diesen The Multitasker Concealer habe ich mir nämlich in einer recht hellen Farbe geholt, 20 Fair. Der soll ja so klasse sein. Der soll nicht so super deckend sein wie der Tarte Shape Tape, aber ein gleiches Bürstchen haben. Der kommt auf jeden Fall bald in Anwendung. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, ne? Jo, hat nur Uschi. Oh, gar kein Duft. Das finde ich immer sehr charmant, ne? Wenn das jetzt nicht irgendwie super krass riecht, ne? Dann habe ich mir auch was Neues mitgenommen von L'Oreal Age Perfect. Kollagen AS-Fragmente, straffender Make-up-Baum in der Farbe 01 Fair. Mal gucken, ob das was wird mit uns beiden. Den habe ich, den im Laden gekauft? Eigentlich schon, aber warum habe ich denn so viel Klebekram hier drum? Oh, das mag ich ja nicht, ne? Wenn hier die Hälfte immer schon, wenn du nur diese Klebesachen abmachst und dir da die Hälfte von der Verpackung entgegenfliegt, ne? Das musst du dann wieder hübsch zusammenbasteln. Naja, gut. Noch so ein Klebevieh, dann mache ich jetzt nicht auf. Soll auf jeden Fall so ein Make-up-Balm sein. Ist, glaube ich, dann auch ähnlich wie der von Kat Von D oder KVD Vegan Beauty. Die hatte doch auch mal so ein Gedönsen letztens rausgebracht, vor einem Jahr ungefähr. Dann habe ich, oh ja, richtig geil von Trend It Up. Die haben eine richtig schöne Nagellack Limited Edition. Water-based, oder ist es limitiert oder ist es jetzt im Standardsortiment? Habe ich mit zwei Farben mitgenommen, einmal die 610 und die 630. Das schreit schon meinen Namen, ne? Da kannst du nicht weghören. Nee, die mussten mit. So ein schönes Petrol und ein schönes Orange. Geil.
Auch das ist ein neues Produkt und das ist jetzt vor allem wegen dem Packaging voll in meinem Herz drin. L'Oreal Sunrise in Paradise La Terra. Ist das hübsch oder was? Also wirklich, oder? Dieses Pressing da drin. Riesengroßes Vieh, was du nie im Leben leer kriegen wirst. 18 Gramm läuft. 01 Light Bronze. Bin ich sehr gespannt drauf, Leute. Das sieht so hübsch aus. Das will doch kein Mensch kaputt machen. Testen wir zusammen. Eine Foundation von Art Deco, wo ich jetzt aber leider gehört habe, die soll gar nicht so genial sein. 75 ml Light Luminous Foundation in der Farbe Neutral 08. Neutral Porzellan. Habe ich die mitgenommen. Die sieht gar nicht so sexy aus, muss ich sagen. Also von der Verpackung her, ne? Dafür, dass die doch so relativ teuer war. Aber gut, Shake Well Before Use. Hört sich jetzt aber nicht super flüssig an, ne? Joa. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, auch das ist ein neues Produkt. Also es gab schon recht viele neue Produkte, ne? So ein, ich wollte gerade sagen Liftergloss, aber das ist es ja gar nicht. Von Maybelline so ein Vinyl-Ding. Ich mache hier auch die immer mit ihren Plastiksachen hier drumherum. Gut, diese, das soll ja auch nicht geklaut werden, ne? Haben sie ja auch recht. Das wäre ja auch traurig. Muss man ja auch aufpassen. Es gibt ja echt genug verrückte Menschen auf dieser Welt. Aber, oh. Kriegst du nicht, ne? Au. Nee, das muss ich irgendwie anders machen. Habe ich mir in der Farbe 40 Witty gekauft. Das fand ich auch irgendwie schön. Joa. Muss ich mal schauen, wie haltbar der dann auch ist. Aber ich mag sowas, ne? Schöne Farbe. Und das letzte, was ich mir geholt habe, ist von Manhattan ein Augenbrauenprodukt. Der ist, glaube ich, auch neu. Browtastic Professional Pencil in der Farbe Ashblonde 001. Also wenn das nicht meine Farbe ist, dann weiß ich auch nicht. Dürfte ja astrein passen. Ist halt ein Stift zum Anspitzen. Da bin ich jetzt eigentlich nicht so Ultra-Fan von. Aber die Farbe fand ich so ansprechend. Ihr Lieben, das war ein Haul, ne? Das war ein derber Haul, da kann ich ja nichts zu sagen, ne? Puh, ich habe ja auch wirklich gerade durchgequatscht. Ja, ne? Schreibt mir mal gerne, was ihr so zuletzt bei DM geshoppt habt, in die Kommentare rein. Schaut auf jeden Fall bei Flexispot vorbei. Ohne Witz, das ist so ein geiles Teil. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch hat wirklich so ein bisschen unser Leben verändert. Also ich sehe meinen Freund jetzt wirklich ständig daran stehen. Und es wird auf jeden Fall seine Haltung etwas verändern und den Rücken entlasten. Und das finde ich einfach so wichtig. Also nichts ist wichtiger als die körperliche Gesundheit, die man dann tatsächlich hat, ne? Weil das gibt einem keiner zurück. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem DM-Haul. Mensch, wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!